zu dieser Veranstaltung hier, die ausgeschrieben war als Lesung mit von Dietmar Dart. Ich glaube, es wird mehr freies Referieren als Lesen sein. Also es gab ein paar... Nee, es wird schon lesen. Aber okay, ja gut. Also es geht nicht um den Implex, das ist fälschlicherweise irgendwo so angekündigt worden, sondern Thema soll sein Produktivkraftentwicklung. Das Ganze wird auf Kamera aufgezeichnet, damit das der Nachwelt und Forschung weiterhin zur Verfügung steht. Es wird im Anschluss auch eine Diskussion geben. Also wenn irgendjemand Einwände da hat, sein Gesicht oder seine Stimme oder sonst was auf Kamera zu wissen, dann gebt das irgendwie kund oder setzt euch eine lustige Brille mit Nase oder irgendwas auf. Also ne, bloß, dass er Bescheid ist. Gut. Wir haben jetzt knapp 2 Stunden Zeit, also so ist das. Schauen wir mal, was da zustande kommt. Also, genau, Produktivkraftentwicklung. Ich mache eine kleine Einleitung. Also die Sache an sich lässt sich natürlich gar nicht selbst betrachten, sondern ist natürlich unbedingt geknüpft an die produktiven Verhältnisse, in denen dann eben entwickelt wird und warum. Denn je nachdem, wer die Produktionsmittel in den Händen hält, bedeutet das für alle Beteiligten völlig Unterschiedliches. Also den wirtschaftlichen Produktionsprozess nämlich rationaler zu gestalten, also eine Rationalisierung durch effizientere Maschinen, dass das im Kapitalismus erstmal gar keine positive Konnotation hat, das ist auch gar nicht verwunderlich, denn für die meisten Beteiligten hier bedeutet diese Produktivkraftentwicklung nämlich erstmal nur Sorgen um den Arbeitsplatz oder eben den Verlust desselben. Die sozialistische Oktoberrevolution hingegen berechtigte damals zu den kühnsten Träumen, die entstanden. Also einmal hat man einmal die Produktionsmittel in der eigenen Hand, stellt sich natürlich die Frage ganz neu, ja, was machen wir jetzt damit eigentlich? Ich habe da ein kleines Beispiel von den bunten Blüten, die das kriegen. Also in der Isvestia, okay, danke. Vom Januar 1922 erfuhr der Leser von einem Kollektiv namens Kreatorium der Biokosmisten. Da ja nun die politische und ökonomische Grundlage endlich gegeben sei und man sich der Entwicklung der Produktivkräfte um die eigenen Belange widmen konnte, bestanden diese nämlich auf folgendem, ich habe ein kleines Zitat zur Veranschaulichung, nämlich: Wir stellen fest, dass die Frage der Verwirklichung persönlicher Unsterblichkeit jetzt im vollen Umfang auf die Tagesordnung gehört. Wir setzen auch den Sieg über den Raum auf die Tagesordnung. Wir sagen nicht Luftfahrt, das wäre zu wenig, sondern Raumfahrt. Man darf nicht länger nur Zuschauer sein, sondern muss aktiver Teilnehmer am kosmischen Leben werden. Unsere dritte Aufgabe ist die Auferweckung der Toten. Unsere Sorge gilt der Unsterblichkeit der Person in Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte. Die Auferweckung der Toten ist die Wiederherstellung der Dahingeschiedenen in eben dieser Vollkommenheit. Und sagen auch, als wesentliche und reale Rechte des Menschen gelten für uns sein Recht auf das Sein, also Unsterblichkeit, Auferstehung, Verjüngung und auf die Bewegungsfreiheit im kosmischen Raum und nicht die vermeintlichen Rechte, die in der Deklaration der Bürgerlichen Revolution von 1789 gegründet wurden. Also man sieht, bunte Blüten, verwirklicht sind solche Vorhaben vielleicht bislang eher nur in der fantastischen Literatur. Passenderweise haben wir da hier Herrn Dart eingeladen, der seines Zeichens selbst Autor eben dieser Literatur ist, aber bei weitem nicht das allein. Wer zum Beispiel mal nach dem aktuellen Dart-Buch gesucht hat oder seine Freunde gefragt hat, der wird wahrscheinlich die kleine Schwierigkeit kennen, dass es gar nicht so leicht zu benennen ist, weil als höchst produktiver Autor er in den letzten Jahren zahlreiche Werke verschiedenster Gattungen verfasst hat. Besonders nennenswert ist heute sicher die euch bekannten Wälzer, also einmal der Implex zusammen mit Barbara Kirchner oder eben die Streitschrift, die sich unserem Thema auch widmet, der Maschinenwinter. Und anlässlich dessen hatten wir eben die Anfrage gestellt. Da hat er was zu sagen und würde ich dich bitten, einfach zu übernehmen. Und im Anschluss könnt ihr dann Fragen oder Diskussionsbeiträge einwerfen, wie ihr mögt. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung an die STJ, an die DKP.
nach der sozialistischen Oktoberrevolution hat man sich offensichtlich, wie ich heute erfahren habe, über die Auferweckung der Toten Gedanken gemacht. Im Augenblick, da wir zurückgeschmissen wurden, geschleudert wurden auf den harten Stein der Verhältnisse, wie sie vorher waren, geht es eher um die Auferweckung der Lebendigen. Die ist schwer genug. Und ich möchte um einiges an Geduld oder an Versenkungsbereitschaft bitten, weil es doch ein relativ abstraktes Thema ist, das aber die ganze Spannbreite abdeckt, von wie sieht es in meinem Geldbeutel aus, bis zu warum habe ich so komische Ideen im Kopf, die nicht funktionieren. Also das komplette Elend, das uns wirkt, drückt und uns dann auch noch dauernd sagt, hier, da vorne ist der Ausweg, du musst nur weiter mitmachen. Als Präambel für das, was ich erzählen, das heißt vorlesen möchte, dient mir Friedrich Engels aus dem Text Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, den ich vor allen Dingen deshalb wertvoll finde, weil es eine Menge Bestrebungen gibt, den Sozialismus von der Wissenschaft zur Utopie zurückzubewegen und zurückzuentwickeln. Im Moment. Da sagt Engels, der moderne Sozialismus ist seinem Inhalte nach zunächst das Erzeugnis der Anschauung. Einerseits der in der heutigen Gesellschaft herrschenden Klassengegensätze von Besitzenden und Besitzlosen, Kapitalisten und Lohnarbeitern. Andererseits der in der Produktion herrschenden Anarchie. Aber seiner theoretischen Form nach erscheint er anfänglich als eine weitergetriebene, angeblich konsequentere Fortführung des von den großen französischen Aufklärern des 18. Jahrhunderts geleisteten. Was da drin steckt, ist nichts Geringeres als der Nukleus für das, was wir historischen Materialismus nennen, nämlich die sehr einfache, aber sehr, sehr schnell dem Vergessen preiszugebende Einsicht, dass es keinen Punkt in der Geschichte gibt und nie gegeben hat, an dem man sagen kann, wegen Umbau geschlossen. Also wir haben tolle neue Ideen und wir machen reinen Tisch und dann fangen wir bei Null wieder an. Das ist nicht der Fall, sondern man baut auf Vorhandenem auf, man baut auch auf vorhandenem Elend auf, man baut auch auf vorhandener Verwüstung in den Köpfen auf. Und da wird also sehr wichtig die Scheidekunst, die Fähigkeit zu trennen, die Fähigkeit zu analysieren, die Fähigkeit vor allen Dingen dialektisch zu denken. Der Text, den ich vorlesen möchte, ist eine Fortsetzung, Präzisierung, Verschärfung und auch ein Tieferlegen auf der Ebene von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften dessen, was im Maschinenwinter steht. Denn seit 2008 ist so einiges passiert. Damals konnte man noch einen Spiegelredakteur treffen, der ganz begeistert war, dass man wusste, dass wenn man so und so vielen Amerikanern Wohnungen verkauft, die sie gar nicht bezahlen können, dass dann irgendwann eine große Scheiße anfängt. Der Mensch war unglaublich beeindruckt und dachte, da hat er mal jemanden vor sich, der das alles durchschaut. Und ich sagte, ich durchschaue da gar nichts, ich habe Marx gelesen. Seither ist es sehr verbreitet geworden zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Damit ist aber im Grunde nur so ein allgemeiner Katzenjammer gemeint, jedenfalls in den bürgerlichen Medien. Von der Art, dass halt, wenn die Oma im Schwarzwald krank wird, greift sie nach einem Gebetbuch. Aber damit ist nicht gemeint, dass irgendetwas Grundsätzliches geändert wird. Das Ding hat zwei Teile. Ich rede anfangs davon, wie man sich das vorzustellen hätte, wenn es anders wäre. Und dann knallt es auf den harten Boden der Tatsachen. Warum ist das nicht so und was muss man tun? Denken wir uns zwei Sorten von Maschinen, wenn die Leute von der Hetzjagd befreit werden sollen. Erstens solche, die die Muskelkraft ergänzen und bis zu einem gewissen Grad ersetzen können, sodass die besten Plätze nicht mehr wie in der allernaturwüchsigsten, in der Stammesgesellschaft danach bestimmt werden, ob jemand draufhauen kann. Und zweitens solche, die das Kalkulieren, das Rechnen, das Planen ersetzen und bis zu einem gewissen Grad ersetzen und verlängern können, was der Mensch leisten kann. Leicht vorstellbar ist ein Gemeinwesen, das diese zwei Sorten Maschinen hat und dann aufgrund einer umfassenden Erziehung zu Klarheit in dieser Frage aus Menschen besteht, die wissen, dass sehr viele Ereignisse, egal ob Menschen sie machen oder ob sie in der Natur vorkommen, egal ob es regnet oder ob gearbeitet wird, mit Differentialgleichungen, Computerprogrammen und anderen Instrumenten beschrieben, simuliert, abgekürzt nach ihren Ursachen und Wirkungen untersucht werden können, bevor sie passieren. Ja, sogar anstatt, dass man sie passieren lässt und erst dann untersucht. Wir haben dann, wenn wir diese zwei Maschinen und diese aufgeklärten Menschen haben, Kraftersetzung, Energie, Planung, Information und Koordination. Auf der Grundlage kann man sich die Frage stellen, wie frei können wir sein? Wie wenig gedrückt, geknechtet, gejagt, verächtlich gemacht, beleidigt und so weiter. Es wird Leute geben, die Marx-Stelle kennen. Muss das einzelne Wesen sein? Man kann sich also ein Gemeinwesen vorstellen, das sich eine simple vierfache Unterscheidung nach Zeit, nach freier, disponibler und anderer Zeit beigebracht hat.
Gemeinwesen, Gesellschaften leben oft in solchen Unterscheidungen. Zum Beispiel haben sie sich Unterscheidungen beigebracht wie heilig und weltlich oder Sklave und Freier. Das sind aber nicht immer nur zweiseitige, es können auch dreiseitige sein. Zum Beispiel adliger Bauer und Bürger oder Haustier, Nutztier und wildes Tier. Das sind keine Naturkategorien, die sind gesellschaftlich gemacht. Das heißt nicht, dass es nur gesellschaftlich Gemachtes gibt auf der Welt. Die Herkunft dieser Unterscheidungen ist oft verschieden bestimmt worden. Mal waren es sogenannte große Denker. Dann hieß es, irgendwelche Götter haben das angeordnet. Entscheidend war aber, dass diese Gesellschaften ihre Umgangsformen nach den Unterscheidungen ordnen. Im stabilsten Fall trat und tritt die Gewalt, die direkte Gewalt, die Polizei, dabei schließlich völlig in den Hintergrund. Das Recht wird Gewohnheitsrecht. Man kann dann die Fäden und Klammern sozusagen wie bei einer Operation rausziehen, die Wunde ist zu. Dann geht die Gewalt nicht mehr von besonderen bewaffneten Abteilungen unbedingt aus, sondern vom Ganzen. Wer die Regeln nicht befolgt, sortiert sich selber aus dem Sozialen. Das ist leichter zu vermeiden, aber auch viel schlimmer als Folge als zum Beispiel Gefängnishaft oder andere Strafen. Jetzt kann man sich eine Gesellschaft vorstellen, dass auf der Grundlage der zwei Sorten von Maschinen, die oben geschildert sind, vier Sorten gesellschaftliche Zeit unterscheidet. Arbeitszeit, Konsumzeit, politische Zeit, sehr wichtig, und unbestimmte Zeit. Die Definitionen sind nicht sehr kompliziert. Und die Sachen gehen auch ineinander über. Erst wenn ich vier Unterschiede habe, kann ich untersuchen, ob sie auch hin und wieder ineinander übergehen. Also zum Beispiel hier und heute, wer bei Amazon oder sonst einem Internetversandhändler was anklickt und bestellt, konsumiert, leistet aber auch, weil die Daten solcher Bestellungen von dem Versand für die Geschäftsstrategie als Input verwendet werden, Marktforschungsarbeit, und zwar unbezahlte. Also die grundsätzliche Zuordnung erfolgt wie folgt. Arbeitszeit ist Zeit, die damit zugebracht wird, eine Sache herzustellen oder einen Dienst zu erweisen, also Gebrauchswerte zu stiften. Diese Sachen und Dienste werden von Menschen nämlich gebraucht und verbraucht. Konsumzeit ist Zeit, in der man die Dienste gebraucht und verbraucht. Politische Zeit ist Zeit, in der man sich an Handlungen kleinerer und größerer gesellschaftlicher Gruppen beteiligt, die kurz-, mittel- und langfristig die Bedingungen dafür festsetzen, bestimmen, durchsetzen, schützen, wie das Gemeinwesen insgesamt mit den vier Zeitsorten umgeht. Und unbestimmte Zeit ist eine Zeit, die gar kein Ergebnis hat, dass es erlauben würde, sie irgendwelchen von den drei anderen zuzurechnen oder das Ergebnis vorher nicht erkennen lässt. Wenn zum Beispiel Isaac Newton unterm Baum sitzt und ein Apfel fällt runter, dann war das Arbeitszeit, wenn ihm daraufhin was einfällt. Wenn eine Künstlerin unter dem Baum sitzt, kann es auch Arbeitszeit sein. Wenn jemand, der in der Regionalverwaltung tätig ist, den Apfel sieht und denkt, wir könnten das anders machen, dann war es unter Umständen organisatorische, also politische Zeit. Es ist leicht zu erkennen, dass die Arbeitszeit für den Zusammenhalt des Gemeinwesens auf einfachste Art die wichtigste ist, während die unbestimmte Zeit die für die Individuen wertvollste ist. Aber beide sind miteinander vermittelt über die politische Zeit. Also zum Beispiel ist es so, wenn man eine große Stadt hat, hier in den Monopolen, in den westlichen Zentren, dann ist es oft so, dass nur noch sehr wenige Menschen über eine klassische Lohnarbeit in die Gesellschaft integriert sind. Andererseits, wenn du das nicht hast, wenn du nicht irgendwo in der Verwertungskette steckst, wo irgendjemand Profit macht, gehörst du tendenziell gar nicht mehr dazu und bist in Gefahr rauszufallen. Die vier Definitionen vorausgesetzt, macht es keine Mühe mehr, sich eine Rechtsbestimmung auszudenken, die diese Gesellschaft, von der ich rede, von allen unterscheidet, die es je gegeben hat. Also wir haben diese vier Sorten Zeit und jetzt führen wir ein Gesetz ein, eine Rechtsbestimmung. Niemand darf über die Arbeitszeit einer anderen Person in der Weise verfügen, dass damit ein Zugewinn an Konsumzeit, politischer Zeit oder unbestimmter Zeit für diese bestimmende Person erwirtschaftet wird. Das heißt, es ist nicht die Abschaffung der Arbeitsteilung, noch nicht, nicht unbedingt. Aber diese Buchung wird gestoppt. Man hat also nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, während Leute für mich arbeiten, kann ich mich mit Politikern treffen und klären, dass das Gesetz so bleibt, dass diese Leute weiter für mich arbeiten müssen und eventuell länger für mich arbeiten müssen und eventuell schlimmer für mich arbeiten müssen. Wenn man diese vier Definitionen voraussetzt und dieses eine Gesetz, ergibt sich das Bild einer Gesellschaft, die ein hohes Bewusstsein dafür fördern wird, wie die Zeiten, die Zeitsorten miteinander zusammenhängen, wie sie einander ermöglichen, bedingen und begrenzen. Diese Leute werden einen Sinn für Dinge haben, die man heute gar nicht wissen muss. Also ich habe neulich eine Umfrage gelesen, dass die Hälfte der Abgeordneten im Deutschen Bundestag gar nicht weiß, wer den Bayer-Konzern lenkt und solche Sachen.
Also einerseits machen sie die Gesetze für diese Leute, andererseits wissen sie gar nicht, wer das ist. Das Ausmaß der Verblödung ist beachtlich. Die Leute in einer Gesellschaft, wo niemand niemanden nötigen und erpressen könnte auf dieser Ebene, die werden wissen, wie man Sachen umrechnet. Sie werden zum Beispiel wissen, dass wer vorhandene Verkehrswege besser auslastet, also keine Staus, kein Stop-and-Go, mehr Schienenverkehr als Individualscheiß, wer das kann, wer das besser ausnutzt, muss keine neuen bauen und bahnen. Bessere Verteilung von Energie und Information, organisiert in politischer Zeit, erlaubt die weitere gesamtgesellschaftliche Ersparnis von Arbeitszeit und zum Beispiel den Zugewinn an Konsumzeit, an unbestimmter Zeit. Der Bruch der Macht von Aneignenden über andere, die in der hier unzulässigen, in dieser Gesellschaft unzulässigen Umbuchung steckt, zerstört viele andere Machtbeziehungen, die in einer anders organisierten Gesellschaft, deren Arbeitsteilung aufgrund der Umbuchung stark hierarchisiert und klassengespalten ist, vorkommen können. Zum Beispiel zwischen der immer übergeordneten öffentlichen produktiven Sphäre und der dann untergeordneten privaten reproduktiven. Also abhängige Leute in Lebensverhältnissen werden unwahrscheinlicher. Und die Gewalt von Individuen über Individuen wird generell weniger gefördert. Das heißt nicht, dass alle Formen von Unrecht, die man im Kapitalismus erleben kann, vom Kapitalismus kommen. Das heißt einfach, dass wo es dreckig ist, gedeihen Krankheiten und wo Unrecht die Grundlage ist, gedeiht Unrecht. Wenn man sich also dieses andere Gemeinwesen vorstellt, dann kann man sich dabei auch vorstellen, wie die politische Zeit da genutzt wird. Auf der Basis von Rechten, aber auch Pflichten im Umgang mit den Maschinen der beiden Typen, die ich genannt habe. Im Kampf um die Zurückdrängung der Arbeitszeit insgesamt zugunsten angenehmerer Zeit. Dieser Kampf wird auf Plattformen geführt werden, denen die Verwaltung dieser, jetzt zitiere ich, freien Assoziation freier Produzenten, das ist Marx und Engels, obliegt, nach beruflichen, zum Beispiel regionalen, wissenschaftlich-technischen, ästhetischen und weiteren geschichtlichen, jedenfalls politisch-geschichtlichen Gesichtskreisen geordnet. Diese Einrichtungen kann man, wenn man nostalgische Gefühle für den frühkapitalistischen Liberalismus hegt, der längst gestorben ist, als Parlamente bezeichnen. Oder man nennt sie, wenn man andere Abschnitte der Geschichte ehren will, Räte. Man kann auch Sowjets sagen. Reiner Technokrat wird vielleicht sagen Hubs. Also Hub, ein Hub in der heutigen Telekommunikations- und Informationsverarbeitungssprache, ist eine Mehrfachkreuzung, ein Knotenstern, wo Informationen ein- und ausgehen und nicht einfach verarbeitet werden, sondern einander gegenseitig verarbeiten können. Das Ausmaß der Zentralisation dieser Hubs wird davon abhängen, wie leistungsstark die jeweiligen lokalen Synthesen von Maschinentyp 1, Maschinentyp 2 sind und menschlichen Kollektiven. Die Plattformen, Parlamente, Räte, Hubs, werden Planungsorgane mit imperativem Mandat sein. Sie werden rechnen, was die Produktion und Koordination der Produktion des Gemeinwesens ihnen ebenso zu rechnen aufgibt. Von der Ressourcenallokation bei Energie und Information über die Ressourcenerschließung ohne zu große Abwärme- und Erschöpfungsverluste an den äußeren Reichtumsquellen. Also Marx sagt ja, die beiden Quellen sind die Natur und die Energie der Arbeit. Also das, was nachhaltig heißt heute. Und die Produkteverteilung, Routenplanung und so weiter, bis hin zur störungstheoretischen Korrekturarbeit. Politisch realisiert zum Beispiel als wechselseitige Kontrolle von Hubs durch Hubs. Was übrigens eine tendenzielle Aufhebung der alten liberalen Gewaltenteilung mit einschließt, die hauptsächlich dafür da war, diese Umbuchung zu stabilisieren und die Konkurrenz verschiedener Umbucher zu regulieren. Nach allem, was man heute weiß aus der Berechenbarkeitstheorie, lassen sich dann Entscheidungen sehr großräumiger, aber auch sehr detaillierter Art zurechtschneiden, bis zu dem Punkt, wo man zumindest obere und untere, also quantitative Grenzen für Lösungen für so ziemlich alles, was verbraucht wird, kennt. Was selbst kein rein quantitatives, sondern eben ein qualitatives Merkmal dieser großen Gesamtrechnung ist. Sonden in der Produktion können Samples entnehmen und abzählen. Hubs können Graphen und Gitter für die wechselseitige Vermittlung der von diesen Samples repräsentierten Größen berechnen. Pläne optimieren sich entlang von Kennziffern, Iteration um Iteration. Politische Kontrolle hält das System offen. Und jetzt kann man sagen, nee, das mit der Kontrolle, die Menschen sind irgendwie nicht so rechnerisch und modelltheoretisch, mathematisch kann man das zeigen, dass das geht, aber die Menschen sind nicht so. Naja, etwas genauso umfassend, flächendeckendes, gesamte Gemeinwesen durchdringendes, ein analoges Reglersystem, das eher viel klobiger, viel gröber, viel stumpfer war als das, was ich vorschlage auf der Basis der Informationstechnik, ist tatsächlich mal eingeführt worden, nämlich die vorhin von mir genannte alte bürgerliche Gewaltenteilung, Checks and Balances. Der Zweck war, die Feudalmacht soll nie wiederkommen. Also das heißt, es soll nichts Dynastisches mehr geben und so weiter. Die Landeigenschinder, die Grundeigentümer, die sollen verschwinden.
und es soll nur noch sozusagen kapitalistische Konkurrenz geben. Das hat ein paar hundert Jahre gehalten. Es geht zwar aufgrund der Monopole jetzt wieder in dynastische Sachen über, und wenn Hillary damals Kandidatin geworden wäre, hätte man sozusagen so Sprungdynastien in Amerika gehabt. Auf jeden, jeweils einen Bush, der einen Krieg versaut, folgten Clinton. Das ist jetzt mit Verspätung vielleicht zu realisieren. Das soeben ausführlich geschilderte Gemeinwesen, entwickelt aus dem zentralen Verbot der Umbuchung bestimmter rechnerisch operationalisierbarer, bewusst grob und offen für wechselseitige Präzisierung gehalten, ist nichts anderes als eine über Aufwandszeit und Rechenzeit kodierte Neudefinition von dem, was bei Marx und Engels und ihnen folgend übrigens Lenin in Staat und Revolution klassenlose Gesellschaft genannt haben. 1871, das welthistorisch Neue, Zukunftsweisende, an der Errichtung der Pariser Kommune als erstem Versuch einer Emanzipation von bürgerlicher Herrschaft beschreiben sollte, hat er über dieses Verbot der Umbuchung geschrieben: einmal die Arbeit emanzipiert, also ohne das Halseisen, ohne dieses, du musst für mich arbeiten, weil du bist getrennt von der Verfügung über alle Produktionsmittel. Einmal die Arbeit emanzipiert, so wird jeder ein Arbeiter und die produktive Arbeit hört auf, eine Klasseneigenschaft zu sein. 50 Jahre später hat Lenin diese klassenlose Gesellschaft, diesen Kommunismus anders definiert, und es geht mir heute an diesem Tag wesentlich darum, die Äquivalenz, die Gleichgerichtetheit, die Ähnlichkeit dieser beiden Definitionen herauszuarbeiten, weil die eine sehr konkret klingt und die andere sehr abstrakt, aber es ist dasselbe. Er hat nämlich gesagt, Kommunismus, das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes. Solange wir in einem kleinbürgerlichen, kleinbäuerlichen, sehr wichtig, Lande leben, besteht für den Kapitalismus in Russland eine festere ökonomische Basis als für den Kommunismus. Die von mir vorhin gegebene, sozusagen an Rechenzeit operationalisierte kleine Gegenwartsdefinition, was ist denn Kommunismus, könnte auch lauten: komplette Ausschaltung der energetischen und informationellen Fremdbestimmung. Die Grenzen der Bedürfnisbefriedigung für alle sind dann nur noch einerseits verbleibende Naturschranken, also erlebt als Erfahrungs- und Verstandesschranken für Menschen, und andererseits die Rechte meiner Mitmenschen, zu denen aber nicht mehr das Recht gehört, materielle und andere logistische Mittel zu besitzen, die meine Arbeitszeit so aneignen, dass sie aus ihrer Vernutzung Zugewinn an anderer Zeit für andere gewinnen kann. Das Recht auf Ausbeutung ist abgeschafft. Diese ganze Gegenwartsdefinition geht vom Stand der Produktivkräfte heute in diesen Gesellschaften, 2014, abendländischer Zeitrechnung, aus. Und jetzt kann unabsichtliche oder böswillige Idiotie versuchen, aus diesem Messerspitzchen-Definition, das ich gegeben habe, eine Art automatischer Fortschrittslehre abzuleiten. Aha, also anthropologisch ist es offenbar so, die Herrschaft wird immer abstrakter. Am Anfang haben wir die Sklavenhalter, da ist es direkt der Körper, da gibt es die Peitsche. Dann gibt es Titel auf Land, da gibt es feudale Besitztitel, die sind schon abstrakter. Dann sehen die plötzlich, die Kapitalisten, Moment mal, wenn ich einen Sklaven habe und mein Zeug findet keinen Absatz, dann muss ich den weiter durchfüttern, aber wenn er mit einem Vertrag an mich gebunden ist, kann ich ihn auf die Straße setzen und dann verreck im Dunkeln. Dann wird also noch abstrakter, wird in dieser Weise vertragsförmig, geht es direkt an die Arbeitszeit. Und das geht dann so lange, bis die Menschen die äußerste Abstraktion, die äußerste Verschleierung und Ableitung des fortbestehenden Umbuchungsgewaltverhältnisses schließlich durchschauen, am besten dank genialer Aufklärungsarbeit von so 3-4 Zeitungen und Webseiten, und dann über Nacht beseitigen, weil sie natürlich im selben Moment der Tatsache inne werden: Moment mal, 2000 Jahre nur verarscht, es bestehen doch alle Voraussetzungen für die klassenlose Gesellschaft. Dieser Fortschritt ist aber nur im Rückblick einer, und auch nur dann, wenn die Menschen die Ergebnisse der Arbeit und des Leidens der Generationen, die ihrer Generation voraufgingen, zur Erzeugung eines eindeutig wünschenswerten Zustandes nutzen und nutzen können. Voraussetzung für das Bessere ist das Gegebene nur dann gewesen, wenn das Bessere auch wirklich eintritt und nicht nur beispielsweise, wie heute sehr oft, zur Rechtfertigung der Notwendigkeit des vorhandenen Drecks genutzt wird, wie 99% der gegenwärtigen Technikbegeisterung. Also von wegen, jetzt kommt der 3D-Drucker und dann sind wir alle Kleinproduzenten und Proudhon und Bakunin haben doch recht gehabt. Nö. Die Veränderung zwischen diesen Gesellschaftsformationen, die es historisch gegeben hat, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalgesellschaft, kapitalistische Gesellschaft, sind nicht von der Vorsehung oder, wie das schöne Lied sagt, von einem höheren Wesen auf den Kommunismus hin angelegt und umgesetzt worden, sondern, und das ist ein sehr wichtiges Wort bei Marx, naturwüchsig.
Er spricht auch davon, dass erst mit dem Kommunismus die Vorgeschichte aufhört. Er spricht auch davon, dass in gewisser Weise erst mit dieser von mir beschriebenen Gesellschaft, die dieses Recht auf Ausbeutung nicht mehr hat, die Menschheit aus dem Tierreich austritt, sagt er. Wie bei der Evolution in der Biologie ist der Eindruck eines ständigen Zuwachses an Abstraktion und Komplexität der Systeme, die ihre Umweltkomplexität aufgrund dieses Zuwachses immer besser reduzieren können, zwar korrekt als Beobachtung, aber als Hinweis von Teilhard de Chardin oder Hegel oder Condorcet oder wer immer das glaubte, auf einen der Sache sozusagen weltgeistgemäß innewohnenden Trend zum immer abstrakteren und komplexeren, um seiner selbst willen, ist es eine optische Täuschung. Die neuen Sachen sind oft nur deshalb komplexer und abstrakter als die alten, weil sie halt nicht simpler und konkreter sein können, weil die Nische besetzt ist. Also das Prinzip der geschichtlichen Entwicklung, das Engels zum Beispiel im Anti-Düring, sehr empfehlenswertes Buch, entfaltet, ist nicht das Prinzip Bruder zur Sonne, zur Freiheit, sondern das ist das sozialistische Programm, sondern das Prinzip ist immer an der Wand lang. Das heißt immer an der Not entlang, das heißt aber nicht nur an der Naturnot, sondern auch an der menschengeschaffenen gesellschaftlichen Not entlang. Wer also jetzt aus der Skizze einer anderen Gesellschaft, die ich geliefert habe, lesen wollte, es sei lange mühsam bergauf gegangen, aber der Gipfel ist in Sichtweite, wenn wir mal von ein paar Rückschlägen absehen, wie von den Sauereien, die jeden Tag passieren, der müsste auch glauben und behaupten, ein soziales Problem überhaupt verstehen, heißt es schon überwunden haben. Wer so denkt, gibt denen recht, die verlogenerweise behaupten, ja, die Leute machen das ja nur deshalb mit, weil es so schwer ist, sich eine Alternative vorzustellen, weil das noch niemand gemacht hat. Ah, schrecklich. Da raus, diese Straße lang, rauf und runter, Millionen von Angeboten, alle gut, ja, ist alles gedacht worden. Ist Quatsch, ist überhaupt nicht schwer. Es gibt aber eine Denkrichtung, die behauptet, so eine Gesellschaft, ja, okay, habt ihr ausgemalt, gibt es, da gibt es diese Bücher von den Leuten mit Bart, aber das ist nicht zu machen. Aneignung von Arbeit ist notwendig, weil Arbeit nur auf dem Markt, auf dem Arbeitsmarkt, überhaupt gesamtgesellschaftlich nützlich werden kann. Und das sei so, sagen diese Leute, weil es überhaupt keine Alternative zum Markt als Koordinationsinstrument der Produktion, also nicht nur als Verteilungsplattform, sondern als das, was überhaupt die Produktion ankurbelt, gäbe. Die beiden klarsten von diesen Spinnern heißen Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises und sind die Inspiratoren dessen, was man manchmal Neoliberalismus nennt. Und was ganz lustig ist, seit 2 Jahren fahre ich so ein bisschen rum und gehe mal zu IG Metall nach Stuttgart und gehe mal zur Partei der Arbeit nach Basel und treffe auch aufgrund der Tatsache, dass ich mein Geld verdiene als Filmidiot bei FAZ, hin und wieder mal Leute, die tatsächlich auf Kapitalistenseite mit ziemlich harter und ziemlich zynischer Weise einfach mit Menschenleben asen und stelle fest, von den Politikleuten bis tief in die SPD glauben das alle, diesen Hayek-Mises-Scheißdreck, und von den Kapitalisten glaubt es kaum noch einer. Die freuen sich aber, dass es so viele Menschen glauben. Es ist wirklich wie im Feudalismus, würde ich sagen, Gott sei Dank haben wir den Papst und den Heiligen Geist und das alles, sonst würden die uns die Bude anzünden. Also der wichtigste Punkt bei dem Schwachsinn, den die erzählen, ist, wir sind ja hier, also ich darf es ja sagen, der Fortschritt geschieht spontan. Na, der Uni würde ich sagen, ja, schwierig, kompliziert, Theorie. Fußnote 7. Der Fortschritt geschieht spontan, sagen die, und reguliert sich selbst. Man braucht keinen Hub, man braucht keinen Rat, man braucht keine Koordination, man braucht keine Demokratie. Friss deine Knackwurst, Sklav, und halt dein Maul, sagt Arno Schmidt dazu. Keine Kontrolle, kein nachrichtentechnisch gesteuertes, störungstheoretisch korrigiertes Zurechtstutzen von Entscheidungsbäumchen bei Produktion, Verteilung und Verbrauch. Und der Grund dafür, dass der Markt das kann, ist die Ablehnung von was Negativem. Das heißt bei Ludwig von Mises die Bürokratie. Und das entspricht etwa dem, was ich vorhin demokratische Planung genannt habe. Auch wenn Mises und Hayek diesen Begriff schon ablehnen würden, weil sie sagen, demokratische Planung, das geht ja gar nicht. Also, der von Mises. Zitat. Sozialismus, die vollständige staatliche Lenkung aller wirtschaftlichen Betätigten, also vollständige staatliche, wer hat das je gewollt, ob das Mädchen da draußen ein Eis kauft und der Vater, ist undurchführbar, da einer sozialistischen Gemeinschaft das für wirtschaftliches Planen und Gestalten unerlässliche Denkinstrument fehlen würde. Die Wirtschaftsrechnung, die bloße Idee einer zentralen Planung widerspricht sich selbst. Ein sozialistischer Ausschuss für die zentrale Planung der Produktion wird angesichts der zu lösenden Probleme hilflos sein. Er wird nie wissen, ob die Projekte vorteilhaft sind, ob ihre Durchführung nicht eine Verschwendung der Mittel ist und so weiter. Muss im völligen Chaos enden. Also erstens mal völliges Chaos, müssen die gerade sagen. Zweitens, konkret gemeint ist damit eine Planwirtschaft, es ist was ganz Geheimnisloses, was ganz Primitives. Es ist im Grunde schwäbische Hausfrau, was er da denkt. Eine Planwirtschaft denkt, da kann die Produkte und Leistungen nicht ordentlich, die schwäbische Hausfrau ist inzwischen natürlich ein Mann, heißt Kretschmer und regiert Bande.
Also die könnte das nicht, die sozialistische Behörde, weil sie die Preise willkürlich festsetzen muss, da ihr die Informationen fehlen, die nur ein Markt sammeln kann. Ein Markt sammelt sie, prozessiert sie, gibt sie als neue Preise wieder an. Also was die glauben, ist dreierlei, praktisch eine Dreifaltigkeit. Erstens, der Markt lügt nicht. So viel verkauft wurde, so viel wurde auch gewollt. Wenn man die Leute aber stattdessen einfach fragen würde, braucht ihr das, dann sagen sie doch was, was gar nicht stimmt. Zum Beispiel, weil die Person, die sie fragt, über ihnen steht. Das ist dann so ein humorloser Sibirier, der ihr die Südfrüchte vorenthalten will und so, Kommunist. So, und dann sage ich, nee, ich brauche keine Banane, weil sonst komme ich ins Lager. So, es ist eine alte Erfahrungstatsache, die inzwischen nicht nur in der liberalen Ökonomie, sondern auch in der Organisationssoziologie zugegeben wird, dass man tatsächlich die Leute, die über einem stehen, gerne anlügt, um in Sicherheit zu sein. Dazu gleich. Zweitens, das Zweite, was sie glauben. Wenn man die Leute fragt, statt ihre Preisbildungsaktivitäten über Kaufen und Nicht-Kaufen zu beobachten, dann geht es einfach zu lange. Die Leute verhungern, weil sie zu blöd oder zu unfähig sind zu erkennen, dass das Spiel nicht heißt, wünsch dir was, sondern was brauchst du. Wenn sie nur ausgeben können, was sie haben, werden sie besser rechnen. So. Drittens, wenn diejenigen, die das Zeug herstellen, die Informationen von denen, die es brauchen und verbrauchen, auch ignorieren können, ist das Chaos im Sozialismus komplett. Wer zu wenig eingenommen hat, kann den Quatsch, für den es keinen Markt gibt, nicht weiter herstellen, weil er pleite ist. Wer aber gar nichts einnehmen muss, sondern sich nur mal so erkundigt, wie der sich das vorstellt, der Mises, der wird raten müssen, ob die Leute gerade die Wahrheit A wissen und B überhaupt sagen. Wenn Mises sein doofes Büchlein geschrieben hat, gab es zwei Gesellschaften, die irgendwie sowas Ähnliches gemacht haben wie Planen. Wobei das Interessante war, im einen Beispiel war das Privateigentum keineswegs abgeschafft, im anderen schon. Und die hat man dann zusammengeschmissen, die hat der Mises zusammengeschmissen, das ist die sogenannte Totalitarismus-Theorie. Er hat nämlich gesagt, ja, die planen da, die Nazis und die Bolschewiken. Dieser Heuchler hätte natürlich noch den Roosevelt nennen müssen mit dem New Deal, weil da auch in sehr breitem Umfang tatsächlich Planung versucht wurde zumindest. Allerdings auch im sich vorbeimogeln an den Eigentumsverhältnissen. Aber den hat er natürlich deshalb nicht genannt, weil er für seinen Quatsch eine große Zukunft in den Vereinigten Staaten gesehen hat. So, nun sagt er also, ja, diese Regierungen, die operieren in einer Welt, deren größter Teil noch der Marktwirtschaft anhängt. Daher sind sie in der Lage, für ihre Wirtschaftsrechnung die im Ausland gebildeten Preise zu verwenden. Nur weil sie sich auf diese Preise beziehen können, können sie rechnen, gut Bücher führen und Pläne machen. Es verhielte sich ganz anders, wenn die ganze Welt sozialistisch wäre. Also er ist sozusagen ein auf dem Kopf stehender Trotzkist. Der Trotzkist sagt ja, nur wenn es alle machen. Der Mises sagt, wenn es alle machen, ist es wie in der Indianerprophezeiung, dann werdet ihr feststellen, dass man MEW nicht essen kann. Alles Quatsch. Erstens, der Markt lügt natürlich schon. Und er irrt sich auch. Man nennt es zum Beispiel Überproduktionskrise oder Crash und so ein Scheiß. Wenn er das tut, passiert sowas wie mit diesen verkauften Wohnungen, die es entweder nicht gibt oder die Leute gar nicht bezahlen können. Das liegt aber laut Hayek und Mises immer an staatlichen Eingriffen. Ja, wenn es keinen Staat gäbe, würden diese Krisen gar nicht passieren. Naja, ich kann viel erzählen. Es muss ja immer einen Staat geben, nämlich einen kapitalistischen Staat, also einen Klassenstaat für so einen Markt, weil irgendjemand diese Verträge ja beschützen muss mit der Polizei. Das heißt, das hat es nie gegeben, diesen Scheiß, dieses Laissez-faire, was die uns da erzählen, sondern es gab immer eine Scheißpolizei, die aufgepasst hat, dass die Leute nicht sagen, ich bin doch nicht bescheuert, ich nehme das aus dem Regal und nehme es mit nach Hause. So, das heißt, zu sagen, ja, wenn es keinen Staat gäbe, würde unser Ding funktionieren. Das ist die Entwicklung des Kapitalismus von der Realität zur Utopie. Das ist, was diese Arschlöcher uns verkaufen wollen. Also wenn Spinner, dann lieber Leute, die Unsterblichkeit wollen oder so. Aber nicht noch Leute, die den Dreck, der schon existieren, als Märchenland malen, wo wir irgendwann hin müssen. Das organisationssoziologische Argument, die Unteren lügen die Oberen doch eh immer an, hält nur so lange, wie die Planung überhaupt nicht demokratisch sein kann, wie die Planenden nicht, wenn sie Mist bauen, abberufen werden können, wenn sie nicht an Beschlüsse gebunden sind. Dann würden Hayek und Mises wieder sagen, ja, aber Kontrolle, das dauert zu lang, nichts ist schneller als der Markt. Alle ihre Argumente sind Varianten von diesem einen Argument, das Geld, der Preis, diese Verfahren sind naturgewüchsig herausgemändelt worden, sind das Optimum, was Besseres wird es nie mehr geben, wir sind am Ende der Geschichte angekommen. Wenn die Leute den Schaden nicht aus Lügenhaftigkeit, sondern aus Blödheit anrichten, werden sie damit ja eigentlich schon aufhören, wenn sie selber es sind, die den Schaden ausbaden müssen. Also wenn man sagt, okay, wir haben so und so lange abgestimmt, dann wurde fehlproduziert und jetzt gefällt uns das doch nicht, müssen wir halt umdenken, sagen Mises von Hayek wieder, dauert zu lang, nichts ist schneller als der Markt.
So. Nächster Punkt, Planende, die die Informationen ignorieren würden, würden auch eben irgendwann abberufen oder scheitern. Hier würden Mises und Hayek wieder sagen, dauert zu lange, nicht so schnell als der Markt, nicht so schnell als der Markt, nicht so schnell als der Markt. Also, ich übertrage das mal in eine computertechnische Sprache. Der Markt ist nach deren Meinung ein Computerprogramm für Produzenten, das aus einem Input, so und so viele Leute kaufen den Ramsch zu dem und dem Preis, ein Output, so und so viel von diesem und jenem können wir zu diesen und jenen Kosten herstellen, der möglichen, wenn wir nicht pleite gehen wollen, berechnet, den Output von Gegenüberprogrammen prozessieren lässt, den als Input behandeln, daraufhin einen eigenen Output generieren, den der Markt wieder als Input behandelt und so weiter und so weiter. Es gibt kein besseres, kein schnelleres Programm, sagen die. Das hat die beste Störungskorrektur, es produziert die gewünschten Ergebnisse mit der geringsten algorithmischen Eigenkomplexität. Das heißt, es kostet selber am wenigsten. So, und jetzt kürze ich den Teil mal ab. Erstens, vollständige Lenkung aller wirtschaftlichen Betätigungen. Also Quatsch, das ist ein Boogeyman. Das ist wie wenn man sagt, Privateigentum abschaffen, aber dann werden ja den Kindern die Puppen weggenommen. Da fehlt einfach das Bewusstsein davon, dass man sich natürlich Planung nicht denken muss wie einen absolutistischen Fürsten und den nach dem Vorbild eines Gottes, sondern sogar das Mittelalter, jedenfalls das Späte, war klüger, was den Gott angeht, hat zum Beispiel den Pantheismus angeboten. Also Spinoza hat gesagt, der Gott ist überall. Das heißt, wogegen es da eigentlich geht, wenn er sagt, Zentralismus ist zweierlei. Erstens, natürlich, wenn du belagert bist und wenn du Kriegskommunismus und Ähnliches machen musst, klar musst du zentralisieren, eine Armee muss auch zentralisieren. Das heißt, das Hauptargument für wir haben keine Zeit ist immer, wenn geschossen wird, können wir nicht diskutieren. Dann gibt es natürlich Befehl und Gehorsam. Aber schon die Bürgerlichen haben sich gefragt, naja, wenn wir jetzt Demokraten sein wollen und wenn die alle mitreden können sollen, dann müssen wir ja eigentlich auch das Militär, vielleicht erinnern sich Leute noch, bevor die Wehrpflicht abgeschafft wurde, weil das irgendwie so unangenehm ist, wenn jeder jemanden kennt, der in irgendeiner Schweinerei gefallen ist und man also stattdessen auf Söldner umstellt, war es so, da gab es das Ideal in Westdeutschland, der Bürger in Uniform. Also der ist auch Demokrat, wenn er die Abzeichen anhat und so weiter. Das war so ein verbreitetes Märchen. Und wenn es also ein Bürger ist, dann muss er ja eigentlich demokratische Rechte haben. Und die Bürgerlichen haben sich ganz ehrlich diese Frage gestellt, zum Beispiel Cromwell bei den Puritanern in England, und hat gesagt, naja, dann machen wir es halt so, bis da und da vor der Schlacht kann tatsächlich diskutiert werden und dann gilt Befehl und Gehorsam. Das Problem ist, du musst wissen, wann die Schlacht ist, sonst geht das nicht. Aber wenn und sobald es einen besseren Weg gibt als Kommando und Gehorsam, sobald die Zeit da ist, sobald man diese Zeit, diese gesellschaftliche Zeit zur Verfügung hat, ist die Zentrale natürlich einfach überall. So, Mises von Hayek behaupten, ja, der Markt ist der beste Weg, wo die Zentrale überall ist. Aber der Witz ist natürlich, wenn beispielsweise nach einer Naturkatastrophe, ich habe es heute Mittag schon gesagt, die Leute erst auf den Markt gehen müssen, bevor sie wieder ein Haus haben und so weiter. Also offenbar gibt es Situationen, wo der Markt eben nicht am schnellsten reagiert. Und vollständige Lenkung aller wirtschaftlichen Prozesse ist gar nicht erfordert. Das heißt, da wird ein Popanz aufgebaut. Na, das könnt ihr ja gar nicht. Ihr könnt ja nicht wissen, wann die Frau Huber mit der Bahn fährt und das rechtfertigt irgendwie die Tatsache, dass die Deutsche Bahn die Preise aufschlägt, weil, keine Ahnung, irgend so ein Blödsinn. Sondern natürlich geht es um statistische Sachen. Natürlich geht es darum, okay, zu Weihnachten werden wahrscheinlich mehr Leute nach Hause fahren als wann anders. Und das kann sich ändern, wenn sich Weihnachten ändert. Wenn die Leute stattdessen Lebens Geburtstag feiern, dann wird halt da das Aufkommen größer sein. Also die Verkehrsbetriebe in Frankfurt, wo ich wohne, sind jedes Jahr wieder überrascht. Im Winter kommt so weißes Zeug oben runter und im Sommer wird es irgendwie so heiß. Und jetzt ist schon wieder Buchmesse, das war doch erst letztes Jahr. Komisch, doch nicht mehr Züge und so weiter. Naja, ganz einfach. Die sind natürlich keineswegs blöd, sondern was die sagen ist, wenn auch nur einer leer steht, geht Profit durch die Lappen. Also sollen die Leute lieber verbrennen in diesen Waggons. Ja, das ist die Realität. So, also spätestens, die Wissenschaft ist längst nicht mehr so, dass sie für die Lenkung einer Sache sagt, wir müssen kausal jedes Ding. Spätestens Thermodynamik und Quantenmechanik haben den Leuten beigebracht, dass es um Wahrscheinlichkeiten geht, um Näherungen. Niemand braucht diesen Weltautomaten von Herrn Laplace. Freiheitsgrade gibt es immer. So. Die deduktiv-logische Fassung des Arguments, nichts ist besser als der Markt, geht so. Gibt es, man muss die Frage stellen, gibt es irreduzible Systeme? Also gibt es Systeme, für die nicht gilt, dass du eine Abkürzung machen kannst, dass du sie sozusagen berechnen kannst, dass du sagen kannst, ich kann vieles weglassen und dann habe ich sozusagen das Wetter von morgen heute schon, weil ich nicht alle Daten brauche, sondern nur so und so viele. Das ist diese alte Leibniz'sche Frage, wie viele Punkte brauche ich, um eine Figur zu symbolisieren. Also ich brauche halt 3 für ein Dreieck oder ich brauche so und so viel für ein Herz. Aus 2 Punkten wird niemand lesen können, das soll ein Fahrrad sein oder so. Aber du brauchst eben auch nicht letztlos alle.
So, also wie viele? Gibt es irreduzible Systeme? Ich mache es kurz, weil das ist ein sehr langer Teil. Es gibt tatsächlich irreduzible Systeme, das kann man beweisen, dass es die geben muss. Warum? Es gibt sogenannte Turing-Maschinen, das sind Systeme, die im Prinzip alles simulieren können, alles rechnen können. Das ist die Grundidee hinter dem Computer. Und es würde zu einem logischen Paradox führen, wenn es Systeme gäbe, die schneller sind als so eine universale Turing-Maschine. Warum? Ganz einfach. Wenn ich sage, dieses Ding kann alles simulieren, prinzipiell, und wenn ich dann noch sage, es gibt was, das kann das schneller, dann kann diese Maschine etwas simulieren, was schneller ist als es selbst. Das geht nicht. Also kann es so etwas nicht geben. Also muss es Systeme geben, die schneller sind als jedes andere. Das ist ein abstrakter Beweis. So, jetzt könnten Mises und von Hayek sagen, wie so Kleriker immer, wenn die Oma wieder gesund wird, aha, das Gebet hat doch geholfen. Das heißt, sie könnten sich auf einen empirischen Befund oder auf einen logischen Befund stützen und sagen, es gibt universale Systeme und der Markt ist eben so eins. Scheiße, Pech gehabt, denn zu der guten Nachricht gehört eine schlechte Nachricht. Und zwar hat man rausgefunden, der Mann heißt Gregory Chaitin, das ist die algorithmische Informationstheorie, das ist eine Theorie, die die Komplexität, übrigens gab es das auch in Russland, da war das Kolmogorov, dieselbe Komplexitätsforschung, die sozusagen die Kompliziertheit einer Sache daran misst, wie lang muss das Computerprogramm sein, bei dem das rauskommt. Und jetzt stellt sich raus, es ist prinzipiell nicht beweisbar für ein Programm, dass es das Eleganteste ist, das zu diesem Ergebnis führt. Also der Rechenweg ist sehr lang, aber man darf es glauben, man kann es bei Wikipedia nachgucken, Chaitin-Komplexität. Gregory Chaitin heißt der Mann. Das heißt, du kannst für ein gegebenes Programm niemals sagen, es ist das Eleganteste, was zu diesem Ergebnis kommt. Also so ist die Logik leider. Die gute Nachricht stimmt schon, es gibt wahrscheinlich irreduzible Systeme, aber es ist überhaupt nicht ausgemacht und wird nie ausgemacht sein, dass man das Beste schon gefunden hat. Das heißt, das Ding mutiert sowieso. Und in der Erfahrung haben wir ja auch gesehen, dass der Kapitalismus, um sich zu halten, einige Male mutiert. Dass plötzlich keynesianische Lösungen angeboten werden, dass plötzlich eine Kriegswirtschaft angeboten wird, dann geht das wieder nicht, dann machen die wieder weiter. Das heißt, wenn der gesellschaftliche Wille, und das nannte ich vorhin politische Zeit, existiert, und wenn die verfügen über die Macht, sagen, wir ändern was an dem Programm, geht es offenbar schon. Und es wird geändert und die Frage ist dann nur, wer hat die Macht, wer hat die Gegenmacht und wer kann sich früh in diese Prozesse einschalten. Das heißt, liebe Hayek und Mises, die gute Nachricht stimmt, es gibt irreduzible Systeme, aber ihr habt es nicht gefunden, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein anderes ist und es wäre sehr gut, wenn sehr viele Leute in den Genuss der Entwicklung eines solchen besseren Systems käme und dieses sehr viele Leute ist ganz einfach das, was ich vorhin demokratische Planung genannt habe, also Sozialismus. So. Jetzt gibt es zu dieser drohsamen, zu dieser niederknüppelnden, zu dieser panikmachenden, zu dieser einschüchternden Propaganda von diesen Leuten noch ein anderes Ding. Es gibt, wie so oft, die genauso falsche, nämlich genauso undialektische Gegenseite, die sagt, super, das heißt doch, der Kapitalismus, der jetzt ja schon mit Google und so weiter in diese Sphäre reinkommt, der Koordination, der Information, der Sammlung und des Abgleichs von immer mehr Daten, wird das entwickeln und dann nehmen wir ihm das nur noch weg. An dieses Ding habe ich, als ich 2008 den Maschinenwinter geschrieben habe, nicht gedacht, weil damals sozusagen diese kleinbürgerliche, optimistische Variante der Haltung zum Verhältnis von mikroelektronischen, informationstechnischen und so weiter, Informations- und anderen Produktivkraftsprüngen und der Möglichkeit anderer Produktionsverhältnisse noch nicht so weit verbreitet war. Inzwischen ist sie sehr verbreitet und sie kommt vor allen Dingen aus den Konzernspitzen selber. Aber man darf einfach, das ist wieder das von vorhin von Engels, wegen Umbau geschlossen gibt es nicht, man muss sich klar machen, überlässt man es dem Kapital, einen Produktionszweig zu entwickeln, dann wird es ihn nach seinen Erfordernissen zurichten. Also der Satz, die bessere Nutzung vorhandener Werkzeuge erspart die Herstellung neuer Werkzeuge, hat seine dialektische Schattenseite und die lautet, die Vermeidung rechtzeitiger Herstellung neuer Werkzeuge zwingt zum Ertragen der Mängel und Katastrophen der vorhandenen. Genau das wäre bei der Übernahme einer Planwirtschaft, die auf die maximale Umbuchung von Zeitgewinn und Mehrproduktaneignung für eine besitzende Klasse ausgerichtet ist, durch hypothetische Sozialismuskonstrukteurinnen und Konstrukteure der Fall. Sie befänden sich in der Lage, erkennen zu müssen, dass es eben nicht geht wegen Umbau geschlossen. Faustregel, die Umrüstung von den falschen Produktionsverhältnissen schief entwickelten Produktivkräften auf richtige, ist unter Umständen sogar anstrengender als die Erzeugung nützlicher Produktivkräfte in bereits bestehenden, emanzipierten, besseren Produktionsverhältnissen.
Maschinen, kann man sagen, die miteinander auf eine Art verschaltet sind, die das Menschlein, das an ihnen hängt, ökonomisch an die Wand drückt, so wie es die frühe Dampfmaschine gemacht hat. Also ein paar arbeiten noch mehr und noch länger und im Maschinentakt, werden Anhängsel der Maschinerie, wie Marx sagt, und die anderen sind halt arbeitslos. Solche Maschinen kann man ja stürmen wollen. Das wollen sogar Leute, die eigentlich zu schätzen wissen, was Maschinen an Aufwandsersparnis einbringen. Beim Bedenken dieser Tatsache und in Erwägung der tiefen Einsicht von Peter Hacks, dass die Zerstörung, die der Imperialismus sich heute leistet, bereits stattgehabte Fortschritte nur dann ins Nichts stoßen, wenn man das Wissen bewahren kann, dessen gegenständliche Verwirklichung sie sind, habe ich 2008 in dem Büchlein Maschinenwinter gesagt, zerschlagt durch teilweise die Apparate, aber schützt die Baupläne. Das war gut gemeint, aber es gibt ein Problem damit. Die Baupläne sind natürlich auch Sachen mit materiellem Träger. Also der Friedrich Kittler, eine Art, man würde mit Engels sagen, vulgärer Materialist, sehr angesehener Uni-Medientheoretiker, hat mal den Satz gesagt, es gibt keine Software. Damit hat er eigentlich was Gutes gemeint. Es war eigentlich sozusagen ein anti-idealistischer Satz, ein Satz mit anti-idealistischer Stoßrichtung. Leider allerdings war der Spruch sozusagen nur so materialistisch wie Feuerbach. Das heißt, sozusagen, er sieht die Maschinen, er sieht die Maschinenräume, er sieht dieses ganze Zeug, er sieht aber nicht die gesellschaftliche Praxis dahinter. Und wir sind ja seit den Thesen über Feuerbach und überhaupt seit Marx und Engels ein bisschen weiter. Also der Spruch, es gibt keine Software, eignet sich im IT-Zeitalter vorzüglich als Gegengift gegen das bei ein paar Besoffenen sehr lebendige Gift von so einem technospirituellen Idealismus, also Californian Ideology hieß das in den 90ern. Und das hat man dann so bei so Sekten wie Apple und Google und so weiter, und das richtet einige Hirnvernebelungen an. Aber es verführt eben zu einer Neuauflage von mechanischem Materialismus. Die Neuauflage hätte dann den Nachteil, dass sie über der stofflichen Wirklichkeit der Technik, also Apparate, die gesellschaftliche Seite der Funktionsweise, Bauanleitung vernachlässigen muss. Aber sowohl A, die kalifornischen Spinner, die glauben, mit dem bestmöglichen Programm ließen sich auch im Kapitalismus Kreativität und Intelligenz und sowas zur Währung machen und damit die Arbeit vom Stumpfsinn befreien, der doch aus der im Kapitalverhältnis begründeten Abhängigkeit, aus der Unfreiheit kommt und nicht von irgendeiner falschen Unternehmensphilosophie. Wie auch B, die Kittler-Leute, die glauben, Baupläne sind eh nur Hirngespinste von uninformierten, ungebildeten. Beide also hören sich für die Gläubigen aus einem Grund plausibel an, den ich 2008 unterschätzt habe. Ich hatte zwar recht, die Unterscheidung zwischen Produktivkraft und Produktionsverhältnis zu betonen und die gesellschaftliche Veränderung nicht von der Hingabe an Erstere, sondern vom Eingriff in Letztere zu erwarten. Aber die Gegenüberstellung war vergröbernd. Die Summe von dem, was ich seither gelernt habe, und zwar sowohl durch Lesen wie auch durch Beobachten dieser neuen Ideologie, wie auch durch Besuche, was weiß ich was, bei der IG Metall in Stuttgart oder bei der Partei der Arbeit in Basel oder hier. Produktivkräfte, und zwar gerade nicht in der Natur vorgefundene, sondern von Menschen als geschichtsbildende Potenzen realisierte, sind immer schon in Produktionsverhältnissen enthalten, sind mit ihnen vermittelt und gegen die Zwecke so wenig gleichgültig wie umgekehrt. Das heißt, konkret, sowas. Seit spätestens der Jahrtausendwende ist diese IT-Umwälzung weltweit, also zum Beispiel auch in Bangladesch oder in den Rohstoffminen Südamerikas, das Hauptinstrument bei der Zurichtung von Produktionsprozessen für Kapitalinteressen. Die administrativen Techniken, also die soziale Praxis, die das begleitet, sind tatsächlich überall so gut wie dieselben. Da hat man dann so Stichwörter, das sind so Mantras, zum Beispiel Total Quality Management, TQM. Damit ist gemeint, man will den Spielraum für hinnehmbare Fehler, also für Nichtplanung, für Defekte, tendenziell auf Null setzen. Abweichungen von dieser Vorgabe werden wegen der großen Präzision, die computergestütztes Design, computergestützte und roboterisierte Fertigung erlauben, längst nicht mehr in Prozent oder Promille, sondern in wirklich in Millionstel Parts per Million gemessen. Die Ideologie dazu ist in einem Sinn, den bürgerliche Liberale nicht kennen, buchstäblich totalitär und verlangt Total Employee Involvement. Das heißt, die Leute machen nicht einfach nur ihren Job, sondern identifizieren sich bitte mit dem, was da veranstaltet wird. Oder mit einem Wort aus Japan, Kaizen, Wörter aus Japan, einer Gesellschaft, die den Kapitalismus nach 45 so zum Turbo-Calvinismus entwickelt hat, sind für die Leitbilder und Praktiken der gegenwärtigen Phase des Imperialismus sehr beliebt und passend. Karoshi ist auch so ein tolles Wort, das heißt Tod durch Arbeitsstress. Gut, in Deutschland gibt es also so ein vorsintflutliches mittelständisches Unternehmerrelikt namens Ernst Wilhelm Händler, der heißt wirklich so, das ist auch Schriftsteller, und der hat mich und Barbara mal versucht, der Lächerlichkeit preiszugeben, indem er uns gefragt hat, wollt ihr mit eurem altsozialistischen Fimmel für Produktionsdemokratie denn, dass die Angestellten von Handyfirmen in Zukunft über Machart und Vermarktung des neuen Smartphones mitbestimmen? So. Also Teufel an die Wand. Im Sozialismus, wer regelt denn den Verkehr?
Ja? Diese Scheiße gibt es auch immer wieder. Und zwar, wenn man Burke und de Maistre liest, also die Reaktionäre zur Zeit der Französischen Revolution, haben die gesagt, ja, wenn es keine Adligen mehr gibt, dann kommen die Misern. Die Bäuern sind doch dauernd besoffen, die glauben, die gehen in die Kirche und um Gottes Willen, es muss noch ein paar Zyniker geben, die darauf achten, dass das Zeug ja auch noch verkauft werden muss irgendwo in andere... Gut, okay. Also es geht immer die Welt unter, wenn die Macht fehlt, denen, die sie haben. Und das Lustige ist aber, dass während der Händler noch sowas sagt, ja, sollen denn die Angestellten mitbestimmen und so weiter, das passiert längst. Total Quality Management. Da wissenschaftliche Erhebungen nämlich nahelegen, dass 80% der Probleme, die so ein Scheißprodukt verursacht oder aushalten muss, wenn es auf dem Markt oder im Gebrauch ist, schon im Entwurfsstadium stecken, warten die längst nicht mehr, bis sie dann nachher auf dem Markt, also downstream, wie sie sagen, auftreten, sondern versucht über Kooptierung von menschlichen Frühwarnsystemen, also armen Schweinen, die sozusagen probetelefonieren müssen, bereits auf der Design-Ebene das alles zu eliminieren. Das nennt sich Simultan-Ingenieurswesen oder Concurrent Engineering und verpflichtet Personal aus der Produktion, der Wartung, dem Marketing und manchmal sogar Kunden. Die Firmen tun dann also, was laut Mises und Hayek unmöglich ist. Die warten nicht auf den Markt. Aber die Abläufe, die sie dabei implementieren, sind am Tauschwert, nicht am Gebrauchswert orientiert. Das heißt, da wird geprüft, zum Beispiel, ob sich ein eingebauter Verschleiß organisieren lässt, ob man die Kundschaft von vornherein an die Notwendigkeit der einträglichen Um- und Aufrüstung gewöhnen kann, also Kauf alle halbe Jahre einen neuen Scheiß, ob sich ohne Schaden für den Absatz Attribute des Produkts einsparen lassen, die zum Beispiel für die Sicherheit nötig sind und so weiter. Also das Einfachste, was daraus folgt, ist, dass der Gedanke, soll doch das Kapital die Produktivkräfte bis an die Schwelle zum Sozialismus entwickeln, dann nehmen wir sie weg, die Sache stromabwärts treiben lässt, wo sie vernünftiger Steuerung nur noch unter hohen sozialen Kosten zugänglich ist. Je früher Gegenmacht aufgebaut wird, je größer die Reichweite, je größer der Organisationskraft. Je umfangreicher auch der Teil des Mehrprodukts, den sie durch Nutzung ihrer spärlichen politischen Zeit zurückerobern können. Vielleicht den Pools, die man früher Gewerkschaften nannte, zu einer Art kritischer Masse akkumulieren, wobei eben nicht wie Bernstein sich das denkt und irgendwann kaufen sie das dann auf. Solche Kassen sind Kampfkassen, sonst nichts. Also man kann den Kapitalismus nicht den Kapitalismus abkaufen. Das will er nur. Schon die kapitalistische Urbarmachung der Natur und Zurückdrängung der in ihrem Gestrüpp wohnenden Quellen des Leidens hatte den Nachteil, dass sie sich selber naturwüchsig ereignete, statt Vorsatz und Verabredung zu folgen. Auch hier sind 80% der Soße, die wir ausbaden müssen, schon im Designstadium, in frühbürgerlichen Zeiten, in der Renaissance angerührt worden, wobei das fatale Erbe von dort her wie ein Alp auf dem Gehirn der Lebenden lastet, wie Marx sagt. Vor allem das einer Konfusion zwischen Notwendigem und Kontingentem, zwischen Natur und Gesellschaft. Noch die computergestützte Prozessplanung zum Beispiel nutzt einerseits Naturgesetze, zum Beispiel die Symmetrie als Regel zur Designvereinfachung bei Produkten, die mathematisch durchkalkulierte Reduktion und Anzahl von Bauteilen zur Verminderung von Schadensquellen, Schwachstellen oder auch mal die Schwerkraft als Montagehilfsmittel, also was du einfach ineinander sinken lassen kannst, was einfach einrastet, musst du nicht verschrauben und nicht schweißen. Und behandelt andererseits gesellschaftlich Erzeugtes, als gehört es zu denselben Naturgesetzen, in denselben Herstellungsrichtlinien, in denen Bauteilreduktion, Symmetrie und Schwerkraft berücksichtigt werden, steht dann zum Beispiel auch, dass die Bauteile mistake-proof sein müssen, fehlerproof, sodass niemand sie unrichtig zusammensetzen oder falsch gebrauchen kann, auch die größten Idioten nicht. Das heißt, die Voraussetzungen sind Deppen als Produzierende wie als gebrauchende Größen. Und das ist sozial erzeugt und dient zum Beispiel auch der Verfügbarkeit von Lohndrückern. So, also wenn man jederzeit jeden von der Straße holen kann, der es bauen kann, ist es natürlich ein Lohndrückerreservoir. Die Nachfrage, und zwar die objektive wie die subjektive, was die Leute brauchen und was die Leute wollen, wird ermittelt und geht in die Produktion ein. Wenn aber das Kapital etwa scheinbar den Lebensmittelbedarf ermitteln lässt, so ermittelt es in Wahrheit den Lebensmittelabsatzmarkt. Das ist was fucking anderes. Die Marktforschung kriegt nicht raus, was gegessen werden soll oder wird, sondern wie man mit dem, was gegessen wird, den maximalen Profit erwirtschaftet. Wie man also zum Beispiel die Produkte zuckert und salzt und andere Scheiße reinmacht, damit der Appetit auf sie günstigsten vor allem in Form der Sucht umschlägt. Forschungsinstrumente, die sowas rausfinden, also etwa entsprechende Befragungsraster, kann man nicht übernehmen, kann man nicht brauchen, kann man nur zerschlagen und durch andere ersetzen. Kein Kapitalismus wird das vorfinanzieren. Im Gegenteil, dessen Marktforschung auch die computergestützte, das heißt A, vernetzt und B, algorithmisch gelenkte, also vorhandene echte Abfragedaten durch Musterinterpolationen und andere ergänzende, hat ja noch einen anderen Nachteil als den, dass sie die falschen Fragen stellt. Nämlich den, dass es oft gar keine Fragen sind, die was wissen wollen, sondern Suggestionen, die ein bestimmtes Verhalten dressieren, induzieren. Die meisten Leute, die im Netz schon mal
Fragebögen beantwortet haben. Diese Art kennt das als Follow-up-Questions. Also du wirst gefragt, wie das Produkt gefallen hat, sollst irgendwelche Zahlen angeben und wenn du eine Wertung abgibst und die ist unter 100%, sitzt da ein armes Schwein, das nach Prämie bezahlt wird und dich nochmal fragt, was war denn nicht in Ordnung? Und dann sagst du 100%, weil du weitermachen willst. Und dann ist sozusagen ermittelt worden, wir sind die Besten. So. Also da sitzen dann Leute und denken, die nehme ich aber ganz schön ernst. Und das ist falsch, genau das tun sie nicht. Und die kleine Absonderlichkeit des E-Commerce verweist auf ein grundsätzliches Problem des Kapitalverhältnisses zu Governance. Demokratie ist nicht nur Alzen aus der Wohnung schmeißen, deren Sozialalmosen kürzen, deren Bildung man zerstören kann, wie man, nämlich die besitzende Klasse, es braucht oder nicht. Der Haupteinwand altgriechischer, also auf der Klassenbasis der Sklaverei lebender Reaktionäre, wie zum Beispiel Plato, oder feudaler Reaktionäre, wie zum Beispiel Edmund Burke oder Demestre, gegen die Demokratie, ist gar nicht so dumm. Die sagen, ihr, die ihr von der Demokratie redet, sagt, man soll alle abstimmen lassen, aber das setzt edle, kluge, klare Leute raus. Wenn die Leute das aber nicht sind, werden ein Haufen Arschlöcher abstimmen, das kriegt ein beschissenes Ergebnis. Ja, wenn die Monopole per Netz die Kundschaft entscheiden lassen oder wenn Hitler abstimmen lässt, wollt ihr Österreich annektieren, kommt auch aufgrund der Gewaltstrukturen, die da drin steckt, Akklamation raus, Gefolgschaft, die Hurra brüllt. Wer heimlich immer weiß, ich bin erpressbar, und wer heimlich immer weiß, andere sind noch dreckiger dran als ich und ich will, dass das so bleibt. Wer keine anderen Informationen hat als die der Erpresser. Und wer dann auch noch das Hirn so weit verrenkt, zu glauben, eigentlich müsse man da doch frei sein, sonst würden wir doch nicht mit abstimmen dürfen. Naja, was wird so jemand wollen? Die Todesstrafe für komische Leute. So, also, mal umfragen. Der Sozialismus muss also nicht die Abstimmung als Weg zur Unerpressbarkeit etablieren, Pferd von hinten aufzäumen, sondern die Unerpressbarkeit sozial durchsetzen und dann so viel gesellschaftliche Zeit wie möglich freischaufeln, in der der Gebrauch der Abstimmungsfreiheit als Abstraktion des Gemeinwesens vom Gemeinwesen gelernt, geübt wird. Niemand darf von den Lebensgrundlagen getrennt werden. Das ist Gesetz 1, der Rest ist Lernen. Wenn die Leute schlecht abgestimmt haben, ja gut, da gibt es Ergebnisse. Auf dem Weg dahin sind alle Steuerungsinstrumente recht, alle Steuerungsinstrumente recht. Abschließend das, was ich heute Mittag schon abschließend gesagt habe, weil ich finde es immer gut, wenn es depressiv aufhört. Weil die Scheiße ist ja weiterhin vorhanden. Schaut man sich, um aus dem schönen Reich des Denkbaren und Machbaren und der Kritik wieder in die Wirklichkeit zurückzukehren, mit wachen Augen an, was in der tatsächlichen Produktion, zum Beispiel im Gesichtskreis der Herstellung von Maschinen durch Maschinen, die Marx so interessant fand, weil das was Exponentielles hat, also in diesem Concurrent Engineering und so weiter passiert, dann ist das so, multidisziplinäre Teams arbeiten zusammen, optimieren die Kommunikation zwischen andernfalls in Fachidiotie absinkenden Feldern. Das geschieht aber als gegenseitige Kontrolle einer Effizienz und Flexibilität, die überall den Profit und seine möglichst schnelle Realisierung über Gebrauchswertkriterien drüber stellt und die Leute einander eben nicht zu frei assoziierten Produzenten, sondern je nachdem zu Vorarbeitern, Spitzeln, Agenten der Ausbeutung durch die Besitzenden zurichtet. Und weil das so ist, weil also die Funktionalität dieser Arbeitsteilungsneuerungen an allen Punkten von ihrer Profitabilität regiert wird, finden sich die in diese Vorgänge involvierten Menschen ganz oft in einer Art Fesselfolter wieder, wo jede Bewegung, die den Schritt lockern soll, ihn nur noch fester zurrt. Greifst du die Ausbeutung an, dann greifst du die Funktionalität an, dann machen wir Pleite, okay, ja, Stille halten im Betrieb, Stille halten Standort und so weiter. Und das Endresultat davon ist dann folgendes. Als die Obama-Regierung, Entschuldigung, trockener Hals, als die Obama-Regierung im April und im Juni 2009 die Lenker der Automobilkonzerne Chrysler und General Motors im Rahmen eines kontrollierten Doppelbankrotts aus der Scheiße gezogen hat, bei denen der Staat dann teilweise 60% der Anteile von General Motors, und der Staat heißt übrigens wieder das Mehrprodukt der Leute, die dieses Staatsaufkommen sozusagen finanzieren. Also Onkel Dagobert hat es verzockt und jetzt geht das Fähnlein-Fiedel-Schweif da mit diesen Mützen rum und sammelt. Das hatte George W. Bush gegengezeichnet und Obama hat das geerbt. Und dann wurden die Neuverhandlungen, wie man das jetzt managt, von erpresserischen Manövern der Retter, wieder die Gewerkschaft der Automobilarbeiter, United Auto Workers, flankiert, bei der diese Interessenvertretung der Abhängigen sich sehr weitgehende Zugeständnisse, also den Verzicht auf allerlei gerechtfertigte Forderungen, abnötigen ließ. Und jetzt gibt es ein Buch von Stephen Ratner. Das war Obamas Haupthandlanger bei diesen Verhandlungen.
Und der musste dort so Sachen vertreten wie, naja, die werden eure Gewerkschaftsleute alle feuern, weil die Verträge werden alle gegenstandslos, wenn jetzt pleite ist und so weiter. Und der hat jetzt ein Buch geschrieben danach, Overhaul, an Insider's Account of the Obama Administration's Rescue of the Auto Industry. Und da drin steht folgende Geschichte. Was wäre geschehen, also ein Funktionär des sozialen Ausgleichs sozusagen, ein Handlanger einfach, wenn Gettelfinger, also der Präsident dieser United Auto Workers, irgendeine unserer Forderungen oder gar alle einfach abgewiesen hätte. Wir hätten General Motors immer noch in die Pleite treiben können, was die Tarifverträge mit United Auto Workers gegenstandslos gemacht und General Motors theoretisch zu einer Neuauflage ermächtigt hätte. Sie hätten dann entweder wieder mit United Auto Workers arbeiten können oder neue Leute einstellen. Wir glaubten allerdings nicht, also das geht in den Köpfen der Politik vor, dass die Idee, nicht gewerkschaftlich organisierte Leute einzustellen, um ausgebildete, erfahrene United Auto Workers Mitglieder zu ersetzen, auf allen Ebenen überhaupt machbar war. Die Fertigung von Autos bei General Motors verlangt hunderte von Teams zu 5 bis 6 Leuten, die hochspezialisierte Aufgaben in der Taktung von Intervallen, das ist die Effizienz, von 45 bis 50 Sekunden erledigen. Also hol mal jemand von der Straße und sag, viel Spaß damit. Wir glaubten außerdem nicht, dass Obama bereit gewesen wäre, die Autoarbeiter einfach auf die Straße zu werfen. Wegen Wahl, wegen Loyalitäten, wegen Verwandelung sozusagen. Ronald Reagan hat das gemacht, 81, aber das war Kinderkrise verglichen mit jetzt. Da hat das Luftverkehrskontrollpersonal, da hat Ronald Reagan einfach gesagt, Arm drauf, der alte Cowboy. So, das hätte Obama nicht machen können, das hätte sich politisch nicht leisten können. Und dann sagt dieser Typ, ich frage mich andauernd, wieso Gettelfinger uns unseren Bluff abgekauft hat. Wir hatten keinen Plan B. Keine Vorstellung davon, was wir hätten tun sollen, wenn die Gewerkschaft sich quergestellt hätte. Ist das nicht entsetzlich? Danke. Ja, ich denke auch schon mal. Wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde und haben auch jetzt die Möglichkeit, bis also vielen Dank auch für die sehr strapazierte Aufmerksamkeit. Das war ja ein sehr dichtes Zeug. Beiträge zu leisten, also Einwände. Das klingt ja wie bei YouTube. Diskussionsbeiträge. Ja. Einwände oder Komplimente, kleine Gedichte. Da vorne. Ja, da vorne. Man hört dich nicht. Ich kann es wiederholen, ich wiederhole es einfach. Kommt drauf an, was dumm, aber was, also es gibt verschiedene Dummheiten, aber wir müssen es am konkreten Beispiel machen. Ja. Nein, nein, da haben wir uns falsch verstanden. Okay. Genau. Also, zwei Sachen. Das eine ist, ich habe den Ausdruck dumm benutzt. Dumm ist einfach spieltheoretisch gemeint. Das heißt, wenn ich voraussetze, dass du mehrere Teilnehmer hast an irgendetwas, was Leute zusammen machen, und jemand irgendwelche Interessen hat dabei. Also so wie es die Neoklassik, die bürgerliche Ökonomie immer wieder vertritt. Dann ist es nicht sinnvoll, an einer Stelle einen Hebel nicht anzuwenden, wo man das kann. So. Das populäre Kürzel für diese Chance versäumt haben, ist der Sprachgebrauch dumm bei mir. Das ist nicht moralisch wertend gemeint. Es ist einfach gemeint, einen Zeitgewinn, der drin gewesen wäre, nicht genutzt haben. So. Ich rede einfach manchmal polemisch. Das ist eine gute alte Tradition. Wenn man sich den Rohentwurf fürs Kapital anschaut, bei Marx gibt es da eine wunderbare Stelle. Das Kapital bestimmt produktive Arbeit so, dass alles, was dem Kapitalisten nützt, produktive Arbeit ist. Das heißt, das steht bei Marx, nicht bei mir, wer dem Kapitalisten einen runterholt und er ist am nächsten Tag entspannter, hat produktive Arbeit geleistet. Das ist ein sehr drastisches Beispiel. Daher solche Wörter wie dumm. Ich erlaube mir das gelegentlich. Das zweite ist, halte ich es für eine sinnvolle Kritik, an den Abgeordneten des Deutschen Bundestages zu sagen, die wissen ja nicht mal das. Nein. Also ich habe gesagt, das bezog sich zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe, dass irgendwann Recht und auch Unrecht Gewohnheitsrecht wird, Gewohnheitsunrecht wird. Das heißt, wenn ich ein System habe, in dem ganz offensichtlich dieses Parlament, wie Krauss so schön gesagt hat, die Kasernierung der politischen Prostitution ist, das heißt, die gesamte legislative Macht dort verwendet wird, um die Interessen dieser Leute, deren Namen die noch nicht mal kennen, zu warnen und zu schützen, dann ist es doch ein bemerkenswertes Zeichen dafür, wie sehr die adaptive Komplexität und die sozusagen Eingespieltheit dieses Systems schon vorangeschritten ist,
wenn die noch nicht mal wissen müssen, was sie da tun. Das heißt, wenn es nicht mehr mit Willen und Bewusstsein geschieht, sondern, sind wir wieder bei Marx und Engels, mit einem notwendig falschen Bewusstsein davon, was die da eigentlich tun. Das heißt, die glauben, die vertreten die Interessen von irgendwelchen armen Schweinen, die sie angekreuzt haben. So, und das glauben sie deshalb, weil sie das offenbar können, weil das Ding schon so eingespielt ist. Das war in der Zeit des klassischen bürgerlichen, frühen Parlamentarismus, als auch diese Konkurrenzgeschichten noch eine Plausibilität hatten, nicht der Fall. Wenn du mal Balzac liest, da war es zum Beispiel so, die wussten ganz genau in Paris, wen sie da vertreten und wie das läuft. Und noch zu Lenins Zeiten war es so, was wir auch weiterhin haben. Der Punkt ist ja, dass du gleich, Moment, wenn mich jemand daran erinnert, an den sehr wichtigen Punkt, was wir auch weiterhin haben, bitte bookmarken, sehr wichtig. Bei Lenin zum Beispiel gibt es den Satz, heute Minister, morgen Bankier, heute Bankier, morgen Minister. Das heißt, dieses funktionale Ineinandergleiten dieser Sphären sozusagen, das einfach sehr viel ausdifferenzierter ist, als da kommt irgendjemand und sagt, hören Sie mal Abgeordnete, im Interesse von Bayern müssen Sie jetzt das und das tun. Das geschieht sehr weitgehend automatisiert. So, das haben wir ja immer noch, ich weiß nicht, irgendeine Telekom-Schweinerei oder was es neulich war, wo irgendjemand ausgeschieden ist aus der aktiven Politik und dann halt in den Beirat geht und so weiter. Das haben wir immer noch. Das Interessante ist jetzt, so jetzt löse ich das Bookmark ein, also niemand braucht sich das jetzt mehr merken. Das Interessante ist, dass wenn diese Sachen einander ersetzen, darf man keine blinde Teleologie annehmen, die sozusagen die Sachen wirklich wirkungsvoll für immer überschreibt. Also es ist ein großer Fehler zu glauben, und weder Marx noch Engels noch Lenin waren so naiv, diesen Fehler zu begehen, dass irgendeine Form von Unrecht, von Gewalt, von Herrschaft, von Bestechung, von Parlamentarier, wissen es mal wissen sie es nicht, mal werden sie gekauft, mal machen sie es freiwillig, weil sie freiwillig solche Sachen umsetzen, weil sie glauben, das nützt der Demokratie oder den Menschenrechten. Wenn eine dieser Formen sozusagen momentan beiseite gelegt wird, heißt es nicht, dass man die nicht wieder einführen kann. Also bürgerliche Wahrsagerei zu gesellschaftlichen erlebt man seit 150 Jahren immer bei totalem Erstaunen mit, wir haben gedacht, das sei für immer vorbei, wir haben gedacht, die Religion sei für immer vorbei, wir haben gedacht, der Antisemitismus sei für immer vorbei. So, auf einmal gibt es Hitler, auf einmal gibt es irgendeine instrumentelle Nutzung der Sache. Warum? Weil es de facto so ist, Gewalthaber, Machthaber, Erpresser und Leute, die das Mehrprodukt aneignen können, werden sich nie für immer irgendwelche Machtmittel nehmen lassen, sondern sie gehen damit einfach situativ, opportun und so weiter so um, wie es jeweils was taugt. Und man sollte sozusagen niemals glauben, wir haben jetzt einen Kapitalismus, aber es ist ein aufgeklärter, oder wir haben jetzt einen, aber es ist kein Konkurrenz-Raubtierkapitalismus mehr, oder wir haben jetzt einen schwedischen, oder wir haben jetzt einen vom DGB ins Modell Deutschland verwandelten, wo nur ein paar Berufsverbote so ein bisschen stören, aber wir sind ja selber schuld, die scheiß Kommunisten. So, ja, es wird alles irgendwie lichte Zukunft und tralala, sondern es gilt halt oft dieses Niemöller-Ding sozusagen. Eine Zeit lang wird gesagt, der einen Fraktion, euch lassen wir in Ruhe, dafür hauen wir die anderen ein bisschen härter, sei es in der dritten Welt, sei es sonst wo, aber sei doch zufrieden. Als nächstes bist sehr oft du dran. Und das aus dem einfachen Grund, weil diese Dinge Systemcharakter haben. Weil sie eben nicht einfach nur Befehlsketten sind, wo der BASF-Typ wirklich den Abgeordneten anrufen muss, sondern weil es ein System ist. Ist die Frage damit schon beantwortet? Ja, dann gerne weiteres. Ja. Hast du was Kybernetisches? Warst du da bei dieser Geschichte mit Chaitin? Nee, noch nicht. Okay. Also die Geschichte mit Chaitin ist tatsächlich sehr interessant, wo jemand eben rausgefunden hat, dass du niemals von einem Programm, das irgendwas ermittelt, und wenn es der Markt ist, sagen kannst, es ist bereits das Beste. Das geht nicht. Also damit sind Hayek und Mises informationstheoretisch tot. Und interessant ist doch, und das ist wieder so ein Fachidiotenproblem, dass auf der ganzen Welt irgendwelche Einsichten eingesammelt werden, aber das, und damit komme ich sozusagen zum Thema dieses Zeltes und dieser Veranstaltung hier, dass wenn die Räume fehlen und die Institutionen fehlen und die Masch fehlt und die DKP fehlt und das UZ-Pressefest fehlt, diese Sachen halt nicht mehr aufeinander bezogen werden und koordiniert werden. Also unter Umständen weiß man längst viel mehr, als man weiß. So. Und das heißt, das ist mir immer wichtiger geworden in den Reisen, die ich seit 2008, seit Maschinenwinter gemacht habe, wo ich die verschiedensten Orte besucht habe, von euch in Bremen über, wie gesagt, IG Metall und sonst was. Der Organisationsgrad ist echt mies verglichen mit dem Organisationsgrad von denen. So. Da kannst du kein schlaues Buch schreiben dagegen. Ja. Ah ja, da vorne, der Herr. Kannst du es ja zusammenfassen? Ich fasse es zusammen, du musst nicht ans Mikro. Man kann jetzt den Vergleich anstellen, die Koordinationsleistung Marx und die Koordinationsleistung von Planwirtschaft. Das ist
Mhm, genau. Super, super, super. Schrotflinte geschossen einfach. Ja. Okay, und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Leute, die einen Nachbar haben. Oder es jemand gibt, der gerne mal AIDS-Medikamente schaut. Oder eine scheiß Krankheit Leute. Da gibt es auch lange keinen, der das auch herstellt, weil das Bild bringt, die kauft. Und das gar nichts kombiniert. Der eine geht zugrunde wieder an, der andere zugrunde geht. Der Witz ist dann, wenn es dann wirklich mal dazu kommt, der dann weigert sich halt der eine, an dem betroffen ist, was er ausnutzt. Völlig richtig. Also, der Einwand war, und es ist eher ein Einwand gegen Mises und Hayek als gegen mich, der Einwand war, wenn man sich auf diese Scheißdiskussion überhaupt einlässt, was koordiniert am besten? Was koordiniert nämlich Bedürfnisse und produktive Seite der Bedürfnisse, nämlich dass Menschen halt mehr hervorbringen können, als sie heute Mittag verzehren werden? Was koordiniert es am besten? Und dann sagen Hayek und Mises, nichts kann es besser koordinieren als der Markt. Weil er die Wahrheit sagt. Weil, wenn ein Individuum sagt, was möchtest du gerne haben, kann es lügen. Aber wenn es das Geld nicht hat, und das ist die Kaufkraft, kann es nicht lügen. Es kann nicht lügen, ich habe mehr Geld. Das heißt, die Aussagen über die Kaufkraft sind immer wahr, sozusagen. Aber damit ist genau ein Kollaps in dem Argument von Hayek und Mises. Da kollabieren zwei Ebenen ineinander, wie du sehr richtig gezeigt hast. Wenn ich also sage, der Markt lügt, dann lasse ich mich auf dieses blöde Sprachspiel ein. Also Sie sagen, der Markt sagt immer die Wahrheit. Nicht mal im Rahmen eures Sprachspiels sagt er immer die Wahrheit. Denn was er sagt, worüber er die Wahrheit sagt, hast du vollkommen richtig, ist über kaufkräftige Nachfrage, nicht über Bedürfnisse. Also die Leute brauchen keine Arbeitsplätze, die brauchen ein Leben. Ja? So, sie brauchen nur Arbeitsplätze, wenn man diese Unterscheidung Unternehmer, Auftraggeber und diesen ganzen ideologischen Scheißdreck glaubt. So, ja? So, das heißt, die Schweinerei fängt da an, wo sie einem plausibel machen, dass der Markt die beste Methode ist, kaufkräftige Nachfrage zu ermitteln, was auch nicht stimmt, siehe Überproduktionskrise, siehe Crash und so weiter. Das heißt, du hast sehr richtig gesagt, das ist doch keine Koordination. Wenn ich sage, ich lasse 500 Fahrräder auf eine Tür zufahren und verbinde den Leuten die Augen. Tatsächlich, es wird auch mal einer durchkommen. Die anderen knallen an die Wand. Ist das Koordination? Nein. Das meinen Marx und Engels mit Anarchie der Produktion. Vollkommen richtig. Das ist eine Sauerei. Und nur weil diese Anarchie sozusagen dann noch an eine Kandare genommen wird, was diese neue Marktforschungsscheiße macht, so ist es nicht weniger eine Anarchie, weil das Anarchische darin besteht, darin, dass überhaupt keine Relation gesucht wird zwischen Gebrauchswert und Produktivität. So, also ich bin völlig deiner Meinung. Und damit noch in ein grundsätzliches an der Stelle, das wäre dann mein Schlusswort, weil mein Hirn auch einfach brummt. Ich bin das zweite Mal im Einsatz heute. Nochmal, was ich heute Mittag schon gesagt habe, was machen wir mit dieser ganzen bürgerlichen Scheiße auf der ideologischen Ebene? Also was machen wir mit Sachen wie koordiniertes Wirtschaften ist etwas Gutes? Weil das war ja zunächst mal die Idee mit der doppelten Buchführung, das war ja gar nicht so blöd. Oder Menschenrechte sind was Gutes und so weiter. Jetzt kann man sagen, naja, es ist alles gelogen. Nein, was fehlte, und das war genau der Knick bei Marx vom bürgerlichen Liberalen zum Sozialisten, der Übergang des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, war, dass nehmen wir mal ein Beispiel aus meinem Beruf, Pressefreiheit. Die bürgerliche Definition der Presse- und Meinungsfreiheit ist, jeder darf alles sagen. So. Wo ist der Knick? Laut Marx, naja, wenn die einen Time Warner heißen und der andere blockt irgendwo in Wanne-Eickel, wo ist denn da die Freiheit? Ja.
Die Antwort lautet, am Arsch ist die Freiheit da und aus diesem Grund braucht man die Abschaffung dieser Umbuchung, das Verbot dieser Umbuchung. Das heißt nochmal, die Produktionsverhältnisse sind an der Stelle sozusagen das politische Instrument. Danke.